Und eigentlich müssen wir jetzt hier hinten raus. Gut. Ich glaube, wir gehen hier oben mal lang. Aber ich weiß auch nicht, ob uns das noch so viel jetzt hilft gerade. Hier kommen wir ja leider nicht weiter. Insofern sind wir hier nur einmal den großen Bogen gegangen. Yeah, Meets, Meets. Keine Meets, keine Meets! Ja, das bringt uns natürlich im Moment alles überhaupt nicht weiter. Ich weiß halt auch nicht, ob wir hier das finden, was wir suchen. Aber es ist ja schon mal gut, dass wir hier wieder zurückgehen können. Bis hierhin. Weiter scheinbar nicht. Und ich glaube nicht, dass wir hier irgendwas finden. Einen dunklen, kalten Orden. Wir brauchen auf jeden Fall irgendein Schwert oder so, weil sonst kommen wir da oben ja nicht durch. Aber da sind irgendwelche Pilze, oder? Eine Hecke aus stacheligem Dorngras versperrte den Weg zum Brunnen. Der Brunnen mit dem gigariesigen Drachen? Vielleicht. Stimmt, wir haben ja nicht mal mehr das Beil inzwischen. Dann weiß ich gerade auch nicht weiter. Vielleicht sollten wir nochmal den anderen Weg gehen. Ein Weg blieb uns ja noch. So, und hier rüber. Wie ich war der kleine Baum erst ein junger Spross und brauchte Zeit zum Wachsen. Was denn? Zu verzweigt? Kein Kommentar. Du gewöhnst dich dran. Ja, hier führt uns das leider nicht mehr weiter. Also gehen wir hier lang. Auf jeden Fall noch mal einen Ort, wo wir noch nicht waren. Eine fehlende Glocke fällt sicher nicht auf. Die Ankündigungstafel war bis zur zweiten Turnierrunde verdeckt. Und das hier ist König Edward, denke ich mal. Wir verdanken König Edward viel. Sein Vermächtnis litt in seinen späten Jahren, doch er war ein großer Mann und er hinterließ mir ein Daventry, das zu dem Königreich wurde, das wir heute kennen. Ich denke mal, wenn wir hier jetzt durchgehen, kommen wir, glaube ich, zu der Abzweigung, wo wir vorhin noch lang gegangen sind, oder? Oder nicht? Ja, also wo wir hätten lang gehen können. Aber hier geht es ja auch nochmal weiter. Alles sehr verzweigt hier. Aber ich denke mal, wir müssen auf jeden Fall die ganzen Zutaten jetzt besorgen, die uns gesagt wurden. Und hier ist doch schon mal was. Ich stehe wohl besser auf dieser Seite. Er bewegte sich nicht. Ich will auch nicht den Stein bewegen.
An dieser Stelle möchte ich dann aber nochmal eine Aufnahmepause machen. Ich hoffe, dass es dann hier auch weitergeht. Oder wir warten einfach bis zum nächsten Speichersymbol nochmal kurz ab. Das geht natürlich auch. Und eine bemerkenswerte Falle. Jetzt mache ich die Aufnahmepause. Bis zur nächsten Aufnahme dann. Und damit willkommen zurück in einer neuen Aufnahme von King's Quest. Inzwischen bin ich leicht erkältet. Ich hoffe, dass man es nicht zu doll merkt, aber es sei hier schon mal an dieser Stelle erwähnt. Spektakuläre, schwebende Insel. Nur noch wenige Schritte. So schwebend, ihr werdet begeistert sein. Es geht hier wieder in zwei Richtungen, natürlich. Wäre ja auch zu einfach, wenn es sich mal nicht aufteilt. Oh, und da ist... Ich habe seinen Namen vergessen inzwischen. Aber es ist einer der vier anderen Ritter. Hier geht's in eine Höhle rein. Ich weiß nicht, können wir ihn von hier oben erschrecken? Sorge dich nicht. Die Wetzel werden jeden Moment eintreffen, Prinzessin Madeline. Nein, aber er ist mit Prinzessin Madeline unterwegs. Flup. Im Dunkeln weiterzugehen erschien mir wenig ratsam. Du bist einfach in eine dunkle Höhle voller Wetzelwölfe spaziert? Lass mich nachdenken. Nein, so hohl war ich nicht. Ach. Nein, so hohl waren wir natürlich nicht. Wir sind rausgegangen wieder aus der Höhle. Und auf der anderen Seite in eine Falle getreten. Komm diesmal hin. Nein. Ich war nicht immer so ein Meisterbogenschütze wie jetzt. Wie wurdest du's? Dazu kommen wir noch. Ja, was bringt uns das denn jetzt? Also hier kommen wir nicht weiter. Da hinten ist aber wieder irgend so eine Ziege. Ich weiß nicht, ob die von diesem kleinen Gnome ist, dem wir da das Rad gebracht haben, das Brot, der uns auch noch schön verarscht hat. Aber wir können nicht dahin. Fast da. Die tollste und einzige schwebende Insel der Welt. Naja, gut. Wenn es die einzige ist, dann ist es natürlich auch gleich die tollste. Don't turn right. No floating island that way. Nicht nach rechts? Da ist keine schwebende Insel. Also, wir sind ja bisher immer links gegangen. Ich gehe jetzt auch weiter links. Aber da gehen wir auf jeden Fall später hin. Kinder, hört nicht auf zu schreien, bis Fatih rangefahren ist. Interessant. Da wollte ich unbedingt mal hin. Und jetzt geht's gerade nicht. Lasst mich raten. Kein Mundstück vorhanden? Oh, aber er sagt nichts mehr. Nicht mal was dazu inzwischen. Na gut. Hier geht's also wieder nicht weiter. Deswegen gehen wir dann doch mal hier rechts. Sternbeeren umrahmten eine friedliche Aussicht. Es störte nur der Bienenstock. Aber die Sternbeeren brauchen wir doch. Liebste, du bist mein Ein und Alles. Ich habe kein Geld für einen Ring, doch ich kann nicht mehr warten. Willst du auf ewig die meine sein? Ich leg ihn besser zurück. Bienen!
Ich verdarb den Bienen den Tag und auch das Mahl. Aber wir bekommen die Sternbeeren. Ich hob mir die Beeren auf, obwohl ich große Lust auf einen Snack hatte. Ich muss jetzt mal ins Inventar gucken. Eine kleine Glocke. Ich dachte, wir hätten schon mehr dafür gesammelt. Für den Bäcker, der uns dann ja irgendwas auch geben wollte. Eine Kostprobe und, glaube ich, sogar das ganze, den ganzen Kuchen, den er da noch backen wollte. So, hier waren wir ja schon reingetreten. Ich glaube, das müsste dann, Anfang dieser Folge gewesen sein. Und hier kommen wir hier von hinten. Ich war zu schwach, um den Fels zu bewegen. Ja, gut, er probiert es wieder von der Seite. Also da kommen wir scheinbar nicht dran. Bei dem Fels biss ich auf Granit. Ach, Opa. Nö, weiter kommen wir hier nicht. Hier haben wir die Glocke aufgesammelt, die wir auch im Inventar haben. Und dann ist jetzt die große Frage. Moment, wir gehen hier einmal noch zurück, weil ich glaube, von hier kamen wir. Genau, hier sind wir schon einmal links gegangen. Das heißt, wir gehen jetzt hier rechts weiter. Über die Brücke. Aber erstmal probieren wir hier noch dieses Horn. Wie verwunderlich. Wir können auch gemächlich gehen. Gemächlich über die Brücke. Hoffentlich ist da keine Lücke. Die stürzt trotzdem zusammen. Oh, das ist ein Fickterien. Wir konnten es nicht schaffen. Okay. Hallo. Hallo? Weißt du nicht, dass es unhöflich ist, auf anderer Leute Rücken rumzutrampeln? Nenn Olfi einen Grund, warum er dich nicht fressen sollte. Weil ich auch ein Brückentroll bin? Weil ich, wie du, ein Brückentroll bin. Siehst du? Du bist ein seltsamer Troll. Mit der langen Nase und dem buschigen Schwanz. Sicher, dass du kein Nasenbeutler bist? Ja, wir sind keine Nasenbeutler, nur ein haariger Brückentroll. Miau! Oh, tut Olfi leid, dass er dir nicht geglaubt hat. Olfi ist nur schon so oft betrogen worden. Das hätte er nicht noch ein weiteres Mal ertragen. Würdest du bitte Olfis Entschuldigung annehmen und mit ihm den geheimen Tanz der Brückentrollgilde tanzen? Aber ja, der Trolltanz. Ich kenne nur die traditionelle Luidor-Variante. Also fang lieber du an. Na gut, Nasenbeutler. Hahaha.
ab. Oh ja. Aha. Kann nicht aufhören. Okay. Aha. Oh, du hast den Rhythmus im Blut, Herr Beutler. Du bist eindeutig ein Brückentroll. Was wolltest du von Olfi? Du kannst einen Arbeitsauftrag erteilen, um etwas zu heben, zu fällen oder zu zerbröseln. Der Brösler kümmert sich dann darum.